Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies. Die neue deutsche Amazon-Originalserie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo hat uns tatsächlich extrem in ihren Bann gezogen. Und ich denke, den Kommentaren zu urteilen, den ein oder anderen da draußen von euch geht es genauso. Und deswegen, glaube ich, stellt sich nicht nur für uns die Frage, was wäre, wenn es doch noch eine zweite Staffel geben würde? Denn tatsächlich ist die Serie zunächst als abgeschlossene Miniserie konzipiert worden. Allerdings, aufgrund dieses großen Erfolgs, wäre es definitiv nicht die erste Produktion, der man aufgrund von extrem hohen Abrufzahlen auf einem Streamingdienst doch noch eine Fortsetzung spendiert. Und genau über diese Möglichkeit haben wir mit Lena Ozendowski und Jeremias Meyer gesprochen. Ich würde es lieben. Ich hätte so Lust auf eine zweite Staffel. Ich habe Stella so lieb gewonnen und diesen Charakter zu spielen macht mir so einen Spaß. Also ich wäre Feuer und Flamme. Und ich habe zum Beispiel, es gibt ja die eine Szene, wo sie bei Günther putzt. Und da singe ich ja diesen Schlager, den ich ja zusammen mit einer Freundin auch selbst geschrieben und vertont habe. Und ich hätte zum Beispiel total Bock, dass Stella noch ein bisschen mehr tanzen und singen darf in der zweiten Staffel. Also wenn es überhaupt eine gibt, keine Ahnung. Aber darauf hätte ich irgendwie Lust. Und ich finde generell aber auch total spannend das Thema einfach, was ist eigentlich mit Drogensüchtigen, die einen Zug machen und nicht mehr Jugendliche sind, also nicht der Anfang, sondern was ist mit wirklich erwachsenen Ex-Junkies oder so. Das finde ich total spannend und auch ein Thema, was irgendwie noch nicht so viel ich in Film und Fernsehen eigentlich gesehen habe. Ich habe dir doch gesagt, was er gemacht hat, Mama. Ich habe dir doch alles erzählt. Aber er sagt, dass es ein Missverständnis war, vielleicht bist man nicht so empfindlich mit allem. Auf jeden Fall bin ich dick in Love mit Axel, also von dem her, wenn es da Chancen gibt, auf jeden Fall wieder so. Ja, und dann glaube ich, kann man noch gar nicht so viel dazu sagen, wie das jetzt so, wie es weitergeht, weiß ich gar nicht so wirklich, was da jetzt gerade der Plan ist. Aber falls ich nochmal irgendwie an den Axel rankomme, dann muss man mich auf jeden Fall zurückhalten, sonst bin ich da sofort da. Was soll das denn sein? Das beste Geschenk der Welt, Mann. Eine Tüte voller Trips, die nie alle wird. Wobei, das Beste haben wir für dich. Für mich? Deine neue Alarmanlage. Du brauchst keine Angst mehr haben wegen der giftigen Dämpfe. Hier gibt's keine Dämpfe. Ja, versprochen. Sag mal, was hast du denn für Kamelscheiße geraucht? Nee, der kann das irgendwie. Der kann mit Tieren sprechen. Ach was? Ja, dann sag ihm mal ein herzliches Willkommen. Sag's ihm selber.